Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen die aktuellsten, ja, ich sag jetzt mal Polenböller. Hier haben wir jetzt die Viper 1, theoretisch vom Vertriebshändler Klasek. Wir haben hier eine NEM von 0,49 Gramm BKS auf Stück. Das sind 20 Stück im, ja, in der Verpackung, preislich um die 5 Euro oder unter 5 Euro. Also NEM 9,8 Gramm in F3 zugelassen. Und ja, für die Leute, die es noch nicht wissen, das sind die aktuellsten Viper, sprich, es dürfen ja keine, ja, ich sag jetzt mal, BKS-Knaller hergestellt werden, über 2 Gramm. Sprich, das sind sozusagen die Polenböller der Zukunft. Und dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Klang haltet, etc. pp. Ich persönlich bin ja eh nicht so im Böllergeschäft drin, dafür gibt es andere. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus zur Zündung der aktuellsten Viper 1 mit 0,5 Gramm. So, jetzt die Viper 1 oder Viper 1. So, schauen wir mal, was die 0,49 Gramm so drauf haben. Ui, ja, da ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, der Blitz ist auch viel, viel heller als wie jetzt die 0,2 Gramm, falls ihr sie kennt. Also mir würde das vollkommen ausreichen. Ja, ich muss sagen, für 0,5 Gramm jetzt mal aufgerundet waren die sehr gut. Also das würde zum Beispiel für meine privaten Verhältnisse reichen. Mehr bräuchte ich gar nicht und ich brauche ja jetzt nicht so einen Riesenwumms, ne?